Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Jägerhof. Ich habe wieder den Rahani dabei. Hallöchen. Und ich habe da gut. Hallo. Ja, und wir ganz unschwer, also man vermutet, dass nur eben ganz, ganz geringen erkennen könnt, hat sich am Hof was verändert. Nein, Scherz. Es ist, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, von wegen neuer Map und so und Gedöns. Und da fährt gerade der Zug vorbei. Wahrscheinlich nur bei mir und bei euch wieder nicht. Genau. Und wir haben uns dann kurzfristig dazu entschieden, dann direkt zu wechseln. Wir haben jetzt hier Einzug auf der Keuschlingen gefunden. Relativ kleine Map sogar, aber ich denke fürs Multiplayer und dafür, dass wir das nur dreimal die Woche machen, reicht das eigentlich vollkommen aus, um hier dann mal so wirklich alles zu bewirtschaften. Also sprich alle Felder, Schweinemast haben wir hier, Rinder, Schafe, den Game Tycoon müssen wir auch bewirtschaften. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Nein, aber wie gesagt, Hallo? Ja, wir sind jetzt hier auf der Keuschling und für die erste lustige Folge haben wir uns auch direkt mal für eine Verkaufsshow entschieden. Genau. Ich zeige euch mal ganz kurz hier die Garage. Es ist ultra viel, was wir hier am Anfang haben. Also wir haben hier irgendwie 4 Traktoren, wir haben einen relativ guten Drescher, was heißt erste Größe Drescher. Wir haben schon den Pöttinger Max, wir haben die ganze Kartoffel-Zuckerrüben-Gedöns schon da. Wir haben 3 Hänger, 2 verschiedene, einmal einen Düngerstreuer und einmal eine Spritze. Das sind Sachen, also da reicht eigentlich eins von. Wir brauchen nicht so viel. Ein Schwader brauchen wir auch erstmal nicht. Da werden wir uns dann ein bisschen von was trennen. Also wir hatten überlegt, irgendwie 2 Traktoren zu behalten. Ich denke mal, wir werden den Puma behalten und den Steyr Multi. Und die beiden Deutz erstmal vertickern. Dann verschwindet erstmal das ganze Zuckerrüben- und Kartoffelgedöns. Weil, ich meine, ja, auf den Feldern ist schon was drauf und wir können es jetzt abernten. Aber, also das könnten wir dann sinnvoller erstmal in etwas größere Maschinen einsetzen. Dann genauso mit dem Hänger. Ich denke mal, der eine Fliegel würde reichen. Wir haben hier am Anfang 2 Felder, die sind hier sehr nah am Hof. Da hat man es nicht weit, um es wegzubringen. Und bis dahin ist der Drescher, denke ich mal, auch nicht voll. Da können wir auch erstmal auf 2 Stück verzichten. Sämaschine und sowas, das sind halt die Sachen, die wir als erstes verändern müssen. Dann, der Schwader kommt weg, die Spritze kommt weg, der Miststreuer und das Güllefass wahrscheinlich auch, weil das brauchen wir jetzt am Anfang noch nicht ganz so früh. Wir werden aber, denke ich, mal gucken, ne, machen wir das, weil relativ fix an eine Düngergedöns kommen, ne? Denke ich, dass wir da nicht mehr noch Geld ausgeben müssen. Wie gesagt, wir haben einen Teleskoplader. Der Wassertank ist auch schon da. Und ja, was wir noch sagen können, wir haben auf schwer jetzt hier auch angefangen. Also wie ich in meinem Singleplayer, machen wir das jetzt hier auch im Multiplayer. Die sind ja alle schon weg. Guck dir das an hier. Ich bin noch am Quatschen und alles fährt schon. Weißt du? Ja, ihr macht dann 15 Minuten fahren und ich erzähle einfach 15 Minuten irgendwas. Wunderbar. Wie sagst du immer so schön, Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Davon haben wir nicht viel, genau. Genau, weil normalerweise startet man ja mit, auf schwer war es glaube ich 3000, wenn ich jetzt lügen müsste. Und dadurch, dass aber die Felder hier noch nicht reif sind, wenn man das... Also gucken, das, wo der Händler ist. Das Spiel startet, oben rechts. Was ist denn der Händler? Oben rechts? Hä? Ja, oben rechts, da am Bahnhof, da wo die Tankstelle angezeigt ist. Da muss ich hin, alles klar. Genau, so, ich nehme mal hier auch direkt 2 Sachen mit. Ich hoffe, dass das so geht und dass der Traktor mich nicht umbringt dafür. Oh. Nee. Oh, der Kuckuck, wie geil. Oh nein, ich habe mich schon verfahren, siehste? Neuer Hof, schon keine Ahnung mehr. Ist auch. Nö, ich bin vors Haus gefahren hier. Ne, also wenn ihr euch für die Map ein bisschen mehr interessiert oder ein bisschen was sehen wollt, ich habe da auch mal eine Map-Vorstellung zugemacht, die findet ihr auch in unserem Kanal. Ansonsten sucht einfach mal bei Modhoster nach der Keuschling. Da findet ihr auch das Video von uns oder von mir eher gesagt. Da habe ich so ein bisschen was gezeigt, auch nicht so viel, weil ein bisschen was sollte entdecken und er entdeckt das jetzt auch noch so ein bisschen mit uns zusammen. Also wir haben die auch alle noch nicht gespielt, also okay. Die kennt im Endeffekt jetzt keiner. Also wie gesagt, ich kenne sie nur von der Map-Vorstellung. Und das war es auch eigentlich. Das war ja auch eine Map, die zur Auswahl für Singleplayer stand. Aber die Tour hast genommen. Aber die ist schick. Ja, ja. Die ist echt schnieke gemacht. Ich hoffe, da hinten gibt es jetzt auch irgendwie einen Verkaufstrigger. Rahani, hast du schon was gefunden? Ja. Hinten, hinter oder was? Ja, dahinter.
Das ist ja Werbung. Ein Dehner Gartencenter, ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja auch einen Glashändler. Also ich finde es jetzt interessant, dass ich Grimme und Co. jetzt zum Glashändler bringe, aber... apropos Glas, also wir hätten dann da auch ein Glas, ne? Also so ist nicht. Dann in Zahlungnahme. Ne? Also, wir spielen natürlich hier mit einem Glasdrescher, ist ja ganz klar. So, da kam das erste Geld rein. Komisch, die Spritze steht bei mir hier noch. Bei mir ist... Bei mir auch. Jetzt ist sie weg. Ach, komisch. Ich darf ja nicht, ich kann ja nicht. Ach ja, warte, ich mach euch das eben an. Okay, ihr könnt. Ah ja, gut. Den Akrustar 6.61 wollten wir behalten? Nein. Hier, was ich auch sehr interessant finde, ist die Einfahrtswege auf die Felder. Das ist mal schön anders texturiert, ne? Ja. Unter anderem, ja. Ja. So, jetzt muss ich nur, ja. Ja, hol dir was, fahr's hin. Kann man irgendwie, ja, ich hab doch was, aber ich hab den Zeta am, aber ich weiß nicht, ich fahr ja Straße, ich fahr ja nicht Querfeldein. Ja, hast du jetzt wenigstens auf was vorne dran gehangen, oder fährst du da jetzt leer? Ich hab hinten was dran. Ja, dann hol ich das Kartoffelkraut-Zeug. Oh, der ICE. Ich muss erstmal da hochkommen. Wollen wir das Gewicht behalten? Wie fahrten ihr da zum Hof? Was denn? Geradeaus über die Schienen und dann kommst du da hin. Achso, ihr fahrt einfach über die Schienen. Ja, du bist auch schon irgendwie falsch gefahren. Du müsstest, Du fährst jetzt unter der Brücke her, ne? Ja. Du müsstest oben drauf. Ja, und wie komme ich da hin? Naja, du hättest einfach zwischen Feld 1 und 2 aus dem Hof rausfahren müssen. Achso. Ja, die Straße erkennt man da nicht auf der Minimap. Da ist aber eine Straße. Ah, okay. Ja, ich habe mich da wohl etwas... Ja, das wissen wir jetzt auch nur, weil wir halt im Vornherein einmal mit... bin ich mit Rachania drauf und habe ihm die mal gezeigt. Weil wir eben überlegt haben, welche Map nehmen wir denn jetzt? Da ja, aber ich finde es jetzt... Ich fahr erstmal das Vorfahrtsschild um. Ja, ich sehe es schon. Ah, der nimmt hier alles mit. Ne, und da vorne rechts und dann immer geradeaus. Ja, ja, alles klar, wunderbar. Jetzt finde ich mich auch zurecht. Da, wo die Rachel kommt. Hey, die Stoppschilder tauchen erst im letzten Moment auf. Ja, natürlich. Ja, das sagen viele, die zu schnell fahren. Ja, wieder Bingo, ne? Ja. Schuss ins Blaue und getroffen. So. Den mussten wir jetzt nicht kennen, ne? Mhm. Gut. Nee. Ich dachte, war schon wieder eine Bildungslücke, da hätte ich wieder bei Weltmillionär verloren. Oh. 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 Nee, die hängt hier in der Scheune irgendwie. Oh. Die muss ich freiruckeln. Oder ich habe einfach enorm zu wenig Leistung. Kannst du mal da. Ach, Rani. Ja, ich bin da schon weg. Oh, ich glaube, ich hätte zum Transportieren den Case nehmen sollen. Ah, Trigger? Da krieg ich die nicht bewegt. Ah! Oh, doch jetzt. Boah. Oh, war sehr knapp da in der Scheune. Nee, und da ich ja in der letzten Folge schon mal sagte, dass die Keuschlinge ja eigentlich auch, ich denke mal, auch für drei Leute eigentlich recht angenehm zu spielen ist. Gerade vielleicht auch fürs Let's Play. Hatte ich dir dann Rachani vorhin gezeigt. Eine sehr gute Wahl. Ich muss ja sagen, zuerst hatte ich ja ein bisschen Befürchtung, weil er meinte hier ja klein und so, aber oh, die reicht vollkommen. Klein. Die reicht vollkommen aus. Die ist schick. Ja. Vor allem was mir sehr gut gefällt, ist, dass da schön viel Gras schon zum Mähen ist. Für die Mu. Hallo, könntest du mal bitte auf deiner Straßenseite fahren? Mann, neue Map und nix hat sich geändert. Die können alle nicht fahren. Nee. Nice, und das muss ich ohne Führerschein sagen. Unfassbar. Das hat nichts zu bedeuten. Nö. Auch Leute mit Führerschein bauen Unfälle. Ja. In der Regel sogar nur die. Ah, hier runter, ne? Oder ne, hier oben Hof. Ah, da Hof, genau. Ja, guck mal, da haben wir doch schon wieder echt was auf dem Konto. So,
Was haben wir denn noch zum Verhökern? Wir haben. Oh, Alter, 76, weiß wie viel. Was? Nö, also, wenn wir so weitermachen, dann können wir uns hier gleich mal ein bisschen direkt umstrukturieren. Den Wassertrailer behalten wir, ne? Den Wassertrailer behalten wir erstmal, ja. So, was haben wir hier? Den Gülle. Der Gülle kann weg, der Mist kann weg. Der Mist, das ist der grüne, ja. Ja, die stehen da direkt nebeneinander. Ah ja, ich sehe schon. Also wir liegen jetzt aktuell bei 168.000. Du möchtest aber jetzt nicht, dass ich... Oh! Du möchtest jetzt aber nicht, dass ich mir vorne den Mist und hinten den Gülle dran mache, ne? Ja, natürlich. Nee, das... Beweis mal, wie du fahren kannst. Sehr witzig. Das ist ein sogenannter doppelter Knicklenker dann, ne? Ja. Ah, ich denke mal, wir werden auf der Map hier, das wird schon Spaß machen. Vor allen Dingen, weil die Felder auch nicht alle unbedingt gerade sind. Ich meine, jetzt hier die ersten sind's, aber dann, wenn die Map mal ein bisschen größer macht, man sieht, da ist nicht viel gerade. Und, ich denke mal, das ist ein bisschen interessanter. Oh, hallo, kommt da ein Zug? Wenn nicht, ich hab Vorfahrt. Hat der für mich mal einen ganz großen Vorteil, ne? Was denn? Du musst nicht mehr gerade fahren. Ah! Nee, ihr könnt mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht gerade fahre. Ich passe mich nur an. Ach so. So, dann haben wir noch den Misthänger und den... Ach nee, den Zeta hattest du schon weggebracht, ne? Den hab ich schon weg, ja. Ach, siehst du, dann nimmt er sich hier den einfachen raus. Hauptsache, er muss da nicht hinten in die Ecke manövrieren, weißt du? Das ist mir die Richtung. Naja, alles der Reihe nach, ne? Natürlich. Ordnung muss sein. Ich erinnere dich dran. So, dann haben wir jetzt noch das Mistdingen und dann haben wir noch die zwei grünen Hänger. Das Mistdingen, das Miststück. Das Miststück, genau. Das Stück Mist. Ja, Hani, der eine grüne steht da im Lager und der andere da hinten in der Halle. Ja. Die beiden dann noch weg und dann haben wir es auch. Und vor allen Dingen ordentlich was auf dem Konto. Da ist er. Ja, wie gesagt, an den Feldern, wo ich jetzt hier gerade vorbeifahre, hier die beiden, die ich gerade euch zeige, das sind die, die uns jetzt am Anfang gehören. Schön ist natürlich jetzt, dass wir Geld haben. Das würde bedeuten, wir könnten uns direkt jetzt auch schon mal Felder kaufen. Da müssten wir aber nochmal gucken, wie viel Power der Puma hat. Ob wir da nicht noch auf die 6 Meter Direktsaatmaschine gehen. Weil ich denke, also wir kriegen jetzt nicht so viel Geld zusammen, dass wir uns die ganz große Sämaschine leisten können. Vermutlich nicht, nee. Nein, nee. Also ich meine, das Geld für die Sämaschine hätten wir, aber es fehlt halt der Traktor dafür. Also wir brauchen für die Horsch 220 PS. Oh. Und der Puma hat leider nur 203. Nein! Ja, oh, leider. Was? Nein! Das ist aber eng. Der Puma hat leider nur 203. Wir haben doch jetzt alles verkauft, ne? Nein, ein grüner Hänger noch. Den bringt der Chef ja, gerade noch, hier. Der noch ein grüner Hänger. Noch einer. Ja, okay, wir haben zwei davon. Ja, und dann kann der Deutz weg. Die Deutzissen können dann weg. Deutzissen. Ja, wir brauchen beide nicht. Nö. Naja. So, ich habe da meine Pflicht getan. Ich pack dann hier und mach dann Pause, ne? Ein Deutz sollten wir vielleicht übrig lassen. Warum? Sollen nur zwei Leute dann arbeiten, wenn wir arbeiten, oder wie? Naja, im Endeffekt einer drescht und du hast dann zwei Traktoren über. Aber nicht, wenn wir zwei Deutz verkaufen. Doch, wir haben vier Traktoren. Zwei Deutz, ein Steyr und den Case Puma. Oh, okay. Deswegen können die Deutz ruhig weg. Auch mit Gewichte, da standen so viele Gewichte in der Halle rum. Ja, vier Gewichte. Lass gucken, wo der andere Hänger ist. Hinterm Lager. Ist jetzt gut, von welcher Seite. Das habe ich verstanden, ne? Mhm. Hinterm Lager. So, verkaufen und verkaufen. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind geendet. Wir sind geendet. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Bock. Wir nennen es jetzt einfach mal so kleine zweite Staffel. Könnte man vielleicht sagen. Genau. Also unsere zweite Staffel, neue Map, neues Glück.
Ja, wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen und ja, ich sag schon mal bis denne. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.